Vor welchem Tier habt ihr am meisten Respekt? Respekt ist nicht gleich Angst. Welche Stadt findet ihr am hässlichsten? Gera. Du? Sag jetzt nicht Leipzig. Nee, Leipzig finde ich überhaupt nicht hässlich. Nee, Leipzig ist geil. Ich habe super gerne in Kiel gelebt, aber Kiel ist echt damals zumindest nicht schön. Schön vorsichtig. Damals war es Kiel. Schön vorsichtig. Ja, ich weiß, aber es ist ja auch jetzt ein bisschen, ne, die haben sich ja natürlich in der Stadt, hat sich hier einiges getan. Aber es hat sich einiges getan. Aber ist Robert privat anders als im Stream? Na klar, ich glaube doch nicht, dass er wirklich so ist. Doch, guckt mal das neueste Video von Manuel Bergmann, der, ich glaube, sein erster Satz im Video ist, der hat mit mir gearbeitet auf den Philippinen, auf den Philippinen sage ich schon, auf Bali. Robert ist genau so, wie ihr ihn kennt. So. Also ich würde auch sagen, dass... Ich verstell mich nicht. Nee, du redest auch auf die gleiche Weise. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie... Ich habe auch keinen Grund. Nee. Ich kenne aber Menschen, die sind in den sozialen Medien völlig anders als im Real Life. Haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Gibt Leute, die sind so. Ja. Aber zum Beispiel Tim Gabel auch nicht. Ne? Wir waren ja bei Tim Gabel. Tim Gabel genau, ist, als die Kamera aus war, war er genauso drauf wie im Live. Hier, wichtige Frage. Wie viele Porsche hat Robert vor der Tür? Einen mehr als ich. Aber jetzt, ich finde den Taycan auch gar nicht schlecht. Erzähl doch mal ein dunkles Geheimnis von Robert. Das dunkle Geheimnis kennt ihr doch alle. Habe ich ein dunkles Geheimnis, was du erzählen kannst? Aber sag mir vorher lieber ein Wort. Erzähl nicht alle dunklen Geheimnisse. Nichts, was dich jetzt nicht zerstören würde. Gibt es irgendwas super Schlimmes? Was wirklich, Geheimnis? Nee. Also nicht das, nee. Dass ich, keine Ahnung, ich bin bei den Freimaurern oder sowas. Nee. Also mir fällt jetzt kein Geheimnis. Du bist ja auch immer mit den ganzen Sachen so ganz transparent. Ich versuche immer so transparent wie möglich zu sein. Ja. Wüsste ich. Welche Farbe hat Roberts RS7? Das ist eine schöne Frage. Es wäre so geil, wenn ich einen hätte. So. Tatsächlich habe ich gar kein Auto. Peinlichste Situation ever. Boah, das ist eine super schwierige Frage. Ich hatte super viele peinliche Situationen. Ich hatte eine super peinliche Situation, wo du dabei warst auf einer Party, bei einer Verkleidungsparty. Erinnerst du dich? Warte. Ja, die ist hart. Ja. In dem Moment sehr peinlich. Die ist wirklich hart. Bodyshaming.com. Ja, Stichwort Bodyshaming.com. Erzähl die, bitte. Und wir waren wirklich viel jünger, das muss ich auch nochmal sagen. Das war vor 20 Jahren. Vor 18 30. Jahren. Auf jeden Fall waren wir auf einer Verkleidungsparty. Oh, nee, ich kann das nicht. Bis heute. Ich roll raus, das ist mir zu krass. Nein, du musst mit dem Bild sein. Nee, ich kann nicht. Das ist mir zu krass. Wir waren auf einer Verkleidungsparty und ich weiß auch gar nicht mehr, was wir gegangen sind. Auf jeden Fall ist auch irrelevant. Wie immer, du warst Cowboy und ich auch. Wir waren eigentlich in 98,7% aller Fälle bei Verkleidungspartys Cowboys. Beide. Ich bin auch mal als Fee gegangen. Ich weiß nicht, ob das die Party war. Wie auch immer. Ich war Wolverine. Du warst Wolverine, stimmt, du warst Wolverine. Ich war Wolverine. Das hat gepasst. Ja, ich kam auf die Party und die ersten Leute haben gesagt, ey, geil, Elvis, ne? Nee, ich habe am dritten Platz an dem Abend gemacht. Ja, okay, jetzt erzähl und die Geschichte. Und da war eine junge Frau auch, die war als Hexe verkleidet. Oh nein, ich kann nicht zuhören. Und mit der hatte ich dann da geredet und der meinte so, hey, das Kostüm, das ist super krass hingekriegt. Und wie hast du das mit dieser Warze hingekriegt? Die sieht ja, diese fiese Warze sieht ja so echt aus, krass. Und auf einmal fallen allen Leuten um mich herum die Kinnlade runter. Robert verlässt quasi panisch den Raum. Weiß ich nicht mal, ob das wirklich so war. Ich sage das einfach mal der Dramaturgie wegen. Aber ich dachte, das war die Gastgeberin, Alter. Das war sogar die Gastgeberin, stimmt. Ja. Und ich dachte nur so, oh, alter Schwede. Also, ne. Die Warze war echt. So. Das war... So mitten, also so richtig krass. Und, ja, und dann auch, so wirklich so mit dem Finger drauf gezeigt, so ganz nah ran. Boah, krass, wie krass ist die denn? Oh, ja, weil man wirklich... Ich meine, man muss dazu sagen, es hat sie theoretisch nicht mal, wenn man weiß, dass sie echt war, hätte sie es nicht mal entstellt, weil es war halt einfach... Aber allein die Tatsache, dass sie echt war und ich dann auch... Ich weiß nicht, ob wir vorher schon irgendwie ein bisschen was auf jeden Fall auch noch so übertrieben haben. So, Alter, wie hast du diese krasse Warze da hingekriegt? Und wir sind nicht von der Party geflogen. Nicht deshalb, nein. Nein, super nicht. Wenn wir von der Party geflogen sind, war das in der Regel immer wegen mir. Meinetwegen. War das die Party, wo du den Gummi... Nein, das war eine andere. Das war bei Jesko. Ach ja. Ja. Da sind wir sogar zweimal von der Party geflogen. Wir sind früher viel von Partys geflogen. Nein, wir sind nicht viel von Partys geflogen. Okay. Wie viele Freunde... Hat sein Rennrad jemals benutzt oder das sieht so sauber aus? Also bei dem konkreten... Nein, das ist neu. Das ist wahrscheinlich neu. Ne? Zweimal gefahren. Habe ich noch nicht benutzt. Mit anderen Rennrädern habe ich ihn früher schon gesehen. Ja, aber Malte fährt kein Fahrrad. Aber ich kann Fahrrad. Ja, aber er fährt kein Fahrrad. Und ich habe eins. Hä? Ja.
Aber ich habe dich noch nie in meinem Leben Fahrrad fahren sehen. Das haben auch ausgesprochen wenige Menschen. Du bist einmal... Aber, ja. Ich bin letztes Jahr zum Beispiel mal Fahrrad gefahren. Hä? Wohin denn? Ja, jetzt wäre schon 3 Sekunden überlegt, nee, der lügt. Nee, das war vor der nächste vor. Das war 2021 bin ich Fahrrad gefahren. Mit meiner Ex-Freundin. Dann habe ich gesagt, ich fahre nicht weiter und dann hat sie Schluss gemacht. So, habt ihr früher mal gekifft? Möchtest du diese Frage beantworten? Nein. Okay. Ja, sehr gut. Also ich war nie der große Kiffer, das kann ich gleich sagen. Ich für mich, ich bin da raus. Ich bin da auch raus. So, genau. Oh, der war schön. Mehr Party-Stories. Nee, warte, schlimmste Straftat, die Malte... Malte, du hast nie eine Straftat begangen. Du hast noch nicht eine Ordnung... Malte ist so ein Schisser, der hat noch nicht mal eine Ordnungswidrigkeit begangen. Nee, du hast gar nichts gemacht. Straftat? Nein, hast du nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass ich meine... Nein. 0%. Also jedenfalls nicht als erwachsener Mensch. Nee. So. So wie Robert lacht, sieht das fast aus, als hättet ihr gerade geraucht. Ja, ja. Ja, ja. Noch. Ja. Ich rauche schon seit 5 Jahren nicht mehr. So. Also nicht Gras, sondern ich habe immer Zigaretten geraucht. Was ist in dem Tee? Ja. Da hier? Ja. Der trinkt einen schwarzen Tee wegen das dem Tee. Da sind, wegen dem Coca-Tee habe ich tatsächlich schon mal getrunken in Peru. Rasiert ihr euch die Augenbrauen? Hä? Die sind noch da. Ich rasiere mir den Kopf, weil ich so einen starken Haarwuchs habe, dass ich sonst eine Mähne hätte. Aber richtig, dann die Augen wegen dem ganzen Testosteron. Erster Kuss. Zwischen uns beiden. Ich erinnere mich dran. Hat dein Anwalt aktuell viel zu tun? Ich habe keinen Anwalt. Ich weiß, ich frage mich auch. Meiner? Ein bisschen. Also beziehungsweise ich brauchte bisher nie einen Anwalt. Peinlichstes Tattoo. Malte hat kein einziges Tattoo. Der, nee. Ist so ein, der sagt immer, das ist wie ein Aufkleber auf einem Ferrari. Das habe ich nie gesagt. Ja, aber das habe ich gesagt, dass du das gesagt hast. Also hast du das gesagt. Na gut, okay. Haben wir schon mal zusammen gewohnt? Ja, quasi. Wir haben sehr viel Zeit in denselben 2 Wohnungen abwechselnd zusammen verbracht, das ist richtig. Ja. Und früher haben wir immer noch, da sind wir immer noch vorher in die Videothek gegangen und haben uns Videos und DVDs ausgeliehen. Das kennt ihr wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht mehr, ne? DVDs sind so kleine Scheiben, ja. Bei denen man nur ein Film drauf ist. Ja, das war wirklich, wirklich hardcore. Ja. Ja. Malte, was ist dein Lieblingsfisch? Das finde ich eine sehr interessante Frage. Ist es vielleicht der Nil-Schnorchelhecht? Ja. Den ich mir neulich habe auf mein Bein tätowieren lassen, nur um Leute zu ärgern. Da ist er. Der ist auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall weit vorne. Lieblingsfisch, ich würde vielleicht sagen... Der Penisfisch. Irgendwie, der Kandiru, der in die Harnröhre schwimmt. Irgendwie habe ich letztens gehört, dass er das wohl gar nicht macht. Doch. Ja? Ja. Der ist es jedenfalls auch nicht. Ich finde irgendwie Muränen cool, ich weiß auch nicht. Muränen sind geil, ja, mag ich auch. Ja, irgendwie finde ich cool. Muränen cool. Okay, ja, Muränen sind gut. Hier, das ist eine schöne Frage. Wer ist deine Traumfrau? Hast du eine Traumfrau? Eine Traumfrau? Nee. Ronnie Coleman. Nee. Ronnie Coleman ist schon heiß, aber auch nicht meine Traumfrau. Wer ist deine Traumfrau? Ich müsste gerade mal überlegen, wer meine Traumfrau ist. Das ist auch Traumfrau. Da gibt es irgendwie eine... Sehr weit hergeholt und das, was man hier sagt, ist öffentlich und damit verbaut man sich zukünftige Dates. Deshalb bin ich ja so vorsichtig. Man muss extrem vorsichtig sein. Also meine Traumfrau ist weiblich. Mhm. Ja. Jetzt hast du ja alles offen gelassen. Ja, das fand ich aber interessant. Ich habe neulich mit einem Freund, der bi ist, gesprochen. Und der hat mir das eröffnet und das fand ich so krass. Weil ich da habe ihn, wir haben darüber gesprochen und so weiter, und der sagte irgendwann, und Robert, stell dir mal vor, wenn man bi ist, dann hat man ja gleich die doppelte Auswahl. Und dann dachte ich, Alter, ich auch geil. Also 50% mehr, das sind quasi dann 100%. Also quasi alles. Also quasi alles, was jeden. Menschlich ist. Das ist schon abgefahren. Und erwachsen. Ja, das fand ich wichtig. Mhm. Witzig. So. Heladrio würde dich trotzdem daten. Heladrio ist ein 36 Jahre alter Mann. Wen würde der daten? Dich. Mich? Ja. Ja, ich denke, ich würde ihn nicht daten, aber ich kenne ihn auch nicht. Ne? Lieblingsfrage. Was ist meine Lieblingsfrage? Lieblingsfisch wäre.
Maltes Meinung zu Catch and Release. Das ist nicht unangenehm. Der hat dieselbe Meinung wie ich. Der findet es auch ja, bescheuert. Im Übrigen gibt es auf deinem Kanal ein Video von damals noch, wo wir eine halbe Stunde über Catch and Release und darüber reden, ob, ob Fische denn nun Schmerzen empfinden oder nicht. Da hatte ich mir extra noch ein paar Paper auch dazu rausgesucht Snedden. Damals. Snedden hieß sie, ne? Und da haben wir lange drüber gesprochen. Ja, stimmt. Nicht speziell über Catch and Release. Dass nicht nur ich immer das sage, dass Fische Schmerzen spüren, sondern echte Wissenschaftler. Was meint ihr zur offenen Beziehung? The Quokka. Quokka ist übrigens ein sehr schönes Tier. Ich glaube, für Malte ist das nichts. Offene Beziehung? Ja. Ich glaube, dass offene Beziehung meistens eine Ausrede ist, weil man eigentlich... Einem, das glaube ich nicht. ...einem der Partner oder die Partnerin nicht reicht. Und dementsprechend sollte man immer genau gucken, wer dann jetzt die offene Beziehung vorschlägt. Würde ich sagen. Ich sehe das anders. Ich sehe sehr, sehr viele Tiere da draußen, die nicht monogam leben. Richtig. Wir sind auch Tiere. Ich sehe auch Tiere draußen, die Haremsbildung haben. Ich sehe auch Tiere draußen, bei denen das Männchen in einer Hautfalte des Weibchens lebt. Aber oder sogar sich mit dem Weibchen verbindet und denselben Blutkreislauf annimmt und einzig und allein nur noch Sperma liefert, sonst nichts. Ja. Tiefseeanglerfisch. Ja, so. Und das ist auch ein Beziehungsmodell, was ich für mich jetzt nicht sehe, zum Beispiel. Ich fände es geil, so wie bei Orcas, wo man ein Leben lang bei seiner Mutter lebt, die alles für einen macht. Das finde ich cool. Und ab und zu geht man mal zu einer anderen Orca-Familie und hat dort eine Sexy-Time. Hm. Ist es wirklich, ja, die, ist wirklich die, so. Ja. Das Geile ist, ich habe das schon vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren habe ich das schon erzählt. Und da wusste ich das durch Ingrid. Und Ingrid hat das da schon 10 Jahre erzählt. Und neulich stand es als große Sensation, ich glaube im Spiegel oder irgendwo. Irgendwo haben es mir 1000 Leute geschickt. Malte, wann war dein letzter Erste-Hilfe-Kurs? Vor 3-4 Monaten. Echt? Mhm. Ach stimmt, musst du auch mal machen. Ich muss es als Forschungstaucher einmal im Jahr oder machen. Oder vor einem, vielleicht auch vor einem halben Jahr. Es könnte sein, dass es Sommer gewesen ist. Und ich kann euch demnächst berichten, ich mache nämlich demnächst einen sehr speziellen Erste-Hilfe-Kurs. Der ist eher kein Erste-Hilfe-Kurs mehr, sondern eher ein Zweite- und Dritte-Hilfe-Kurs. Da freue ich mich schon sehr drauf. Macht mal Quizduell gegeneinander. Quizduell. Ich glaube, unser Wissen ist extrem breit in viele Richtungen und wir haben einige Überschneidungen, aber Malte, also zum Beispiel uns beide könntest du sofort fertig machen mit Fußball, Geschichte, ja. Glamour-Kram. Glamour-Kram? Naja, also hier, wer hat aktuell Stefanie Giesinger ein Kind gemacht? Sowas. Haben wir keine Ahnung von. Hat Stefanie Giesinger ein Kind? Hat jemand Stefanie Giesinger ein Kind gemacht? Hast du Stefanie Giesinger ein Kind gemacht? Ich kann mich nicht genau erinnern, wer war diese Stefanie? Weiß ich nicht. Ich habe einfach irgendeinen Namen. Dann kann ich dir auch nicht sagen, ob ich ein Kind gemacht habe. Okay. Damit könntest du uns sofort schlagen. Fragt jemand Ashwagandha, 3 Fragezeichen. Ja, wie gesagt, ich habe... Hast du Video zu? Ich habe ein ganzes Video. Guck dir das Video an. Über Ashwagandha, wo ich die Studien dazu ganz genau... Ashwagandha? Ohne R, ja. Vor welchem Tier habt ihr am meisten Respekt? Respekt ist nicht gleich Angst. Respekt kann auch Ehrfurcht sein. Ja. Also ich hab Respekt vor Schlangen, sage ich euch ganz, vor Giftschlangen. Ich habe großen Respekt vor Giftschlangen, ihr wisst es schon. Vor welchem Tier habt ihr am meisten Respekt im Sinne von... Naja, so ein 55 Kilo unerzogener Cane Corso, habe ich ja auch Respekt. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist es natürlich jetzt, weiß nicht. Moränen, du hast Respekt vor Moränen. Moränen finde ich ganz cool. Ja. Aber im Gegensatz zu dir sehe ich die im Real Life normalerweise nicht so oft. Also beziehungsweise nie. Es gibt auch so geile Moränenvideos, die müsst ihr euch mal angucken, wo so eine Uralt-Taucherin vor 50, 60 Jahren schon mit Moränen unter Wasser kuschelt. So geil. Aber hast du Respekt vor irgendeinem Tier oder Ehrfurcht? Gibt es ein Tier, was dir Angst macht? Jedes genügend große, fleischfressende Tier, das vor einem steht. Wir supporten keine Karnivoren. Wir supporten keine Karnivoren. Raphael Arab. Haben wir den gleichen Frauengeschmack? Selbstverständlich. Alle schon, Frauen schon, sind toll. Schon ziemlich... Es hat mal ein weiser Mann gesagt, du sollst nicht an einer Frau suchen, was dir nicht gefällt, sondern such an einer Frau immer, was dir gefällt. Das finde ich allgemein, so im Menschlichen gesehen, finde ich das eigentlich ganz gut. Warum sollte man da bei einer Frau noch etwas suchen, was einem nicht gefällt? Um sie wieder loszuwerden. Oder um sich selbst zu sagen, nee, das ist doch nicht die Richtige. Und anstatt zu gucken, was einem nicht gefällt, soll man lieber gucken, was einem gefällt. Verstehst du? Ja, man guckt doch... Nee, verstehe nicht. Warum sollte man bei einer Frau danach suchen, was einem nicht gefällt?
Also ich meine, damit man Gründe findet, doch nicht in eine Beziehung zu gehen. Ach so, einfach so quasi so, ja, so hintenrum, weil man nicht, weil man grundsätzlich keine, da kann man sich auch einfach sagen, will keine Beziehung. Also ich bin da vielleicht ein bisschen pragmatisch. Also Malte ist der Pragmatische. Renate hat was sehr Schönes gesagt, ne? Aussehen ändert sich, Charakter bleibt. Das finde ich einen äußerst wichtigen Punkt. Ich weiß nicht, ob du das auch so unterschreiben kannst. Ich finde den heutigen Trend, besonders bei Frauen, ich will aber Männer jetzt nicht davon ausnehmen und ich will es auch nicht nur auf die Frauen münzen, aber besonders, ich stelle es fest, bei jungen Frauen im Alter zwischen, ich sag mal, 17, 18 bis Ende 30. Dieser massive Trend, gefördert und gefordert durch Instagram, TikTok und so weiter, von Lippe bis Brust, von Augenbraue bis Wangen, von Unterspritzen bis Möpse machen, von Arschimplantaten bis krassestes Fitnessstudio, dieser Zwang zum Perfektionismus, zum perfekten Körper, warte, weil all das ist tatsächlich am Ende völlig vergänglich und deswegen sage ich mal, arbeitet lieber an eurem Charakter als am Aussehen. Das Aussehen spielt auch eine wichtige Rolle für, ja, das Selbstwertgefühl und für einen selbst, 100%. Ich würde jetzt auch die ganzen Sachen, die du angesprochen hast, nicht alle in einen Topf werfen. Nein. Ich finde es zum Beispiel gut, dass relativ viele, auch Frauen inzwischen Lust an echtem Kraftsport haben. Ne? Das ist ja zuträglich. Powerlifting und sowas, ja. Und natürlich ist das dann, hat das dann auch den positiven Nebeneffekt, dass das Kniebeuge mit Zusatzgewicht natürlich auch für gewisse Formungen am Körper machen. Ne? Auch alles und, okay. Das ist, aber trotzdem, ein unkontrolliertes, aber, dieses... Das ist was ganz anderes als das, was du gesagt hast, wenn man, also gerade wenn es ums Gesicht geht, ich meine, plastische Chirurgie, wenn es darum geht, dass man irgendwelche Sachen hat, die einen wirklich furchtbar stören oder wenn man, ne, das ist was ganz anderes. Ja. Aber wenn es einfach nur darum geht, sich irgendwie, ne, Wangenknochen, Lippen... Am Ende sehen die auch alle gleich aus. Ich sehe immer die. Sieht vor allem auch, also ich finde es nie. Löwengesichtig. Ich finde es nie hübsch, wenn man sieht, dass es gemacht wurde. Nee, Horror. Also wenn man sieht, dass es gemacht wurde, ist es mein und ich tatsächlich alle unsere Kumpels sehen das so, oder? Alle. Also ich, ausnahmslos. Ja, jeder Mann, den ich kenne, steht nicht auf die völlig zu Tode gespritzten, aufgeblähten, Instagram-likischen, angepassten Influencer-gleichnamigen. Also Sport ist was ganz anderes. Ne? Darüber brauchen wir nicht reden. Ja. Und ich finde auch, ich finde es auch durchaus angenehm, wenn man sich irgendwie hübsch macht. Ja. Ne? So, das ist keine Frage. Was ganz anderes. Personality is key, also by woman, na, by every person in the world. Klar. Eure Meinung zu Eisbaden? Warst du schon mal Eisbaden? Frierst du schnell? Nö, ich friere nicht schnell, aber klar, so ein Eisbad nach der Sauna, ja. Das finde ich auch geil. So, letzten drei Fragen, jetzt ist wirklich rum. Über Eisbaden habe ich übrigens auch was in einem Video gemacht, ja? Über Erholung bei Eisbaden über Eisbaden nach dem Training. Ob das und grundsätzlich gut, oder? Guck das Video. Sag's mir nachher. Hat Roswitha Rühl schon mal was über mich gemacht? Kennst du Roswitha Rühl? Ne, die Ehre hatte ich noch nicht, dass Roswitha Rühl was gemacht hat. Keine Ahnung, wird sich ja fast anbieten hier, ja, dass das der gute Magus dann hier so, ja, wie sie aussieht wie Streichholz. So, Malte, ey, es ist 21.12 Uhr, Alter, wir müssen essen, du fällst vom Fleisch. Du kannst auch kaum noch was sehen. Ich kann sowieso kaum was sehen. Meinung zu Pamela Reif. Nicht mein Ding. Zumindest bin ich... Ich hab ja ein Video über einen quasi Booty-Trainingsplan von Sophia Thiel gemacht. Mhm. Und die kommt, also die weiß offensichtlich, wie man trainiert. Und ich habe das Video auch gemacht, weil mich einige gefragt haben, ob ich mal einen weiblichen Fitness-YouTuber mal wissenschaftlich zeigen kann, was das ist. Ursprünglich wollte ich was über Pamela Reif machen. Und habe dann gesagt, nee, das kannst du nicht bringen, weil ich mir dachte, ich mache das erste Mal was für eine Frau und habe über die Trainingspläne, die ich gesehen habe, nur Schlechtes zu sagen. Das muss ich, das ist, ne? Ja. Weil die ist anscheinend, ja, was man so hört, super sympathisch wohl, hört man so. Ne? Aber hat das, auch immer den Eindruck, wenn ich die irgendwo sehe. Das, was ich da jetzt gesehen habe, also ich habe mir jetzt nur Krafttrainingspläne angeguckt, weil das andere ist jetzt auch nicht mein Metier. Ne? Nee. Aber da habe ich mir immer gesagt, da dachte ich mir, mein Kanal war da noch so neu, da dachte ich mir, nee, ich möchte jetzt... Das war nicht alles so, fand ich vieles nicht so gut. Ja, okay. Dann, Leute, geht nochmal schön rein in den Dr. Malte Puchert-Kanal.
zieht euch da alles rein, folgt ihm auf Instagram, wehe nicht, dann finde ich eure, finde ich's raus. Und dann komme ich vorbei und stecke euch eine Königskobra in den Briefkasten. Gehabt's euch wohl, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Danke, Malte, dass du mal hier warst. Immer wieder gerne. So. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert Marc Lehmann und Dr. Malte Pucher.